Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir uns wieder versammeln dürfen. So danken dir, Herr, dass du uns auch bewahrt hast in dieser Krise. Danken dir, Herr, dass wir dir auch da anbefehlen dürfen und uns darüber freuen dürfen, dass wir keine Angst haben brauchen, wenn wir davon betroffen werden, leiblich. Und was wir dann auch wissen, wenn es uns erwischt, dann sind wir bei dir. Herr, wir loben und preisen dich darüber. Danken dir dafür, dass du auch heute wieder deine Kinder ermahnst, auferbaust, tröstest, dass du auch bei den Geschwistern bist, die diese Möglichkeit wie wir nicht haben, die nur über Medien von dir hören können, wie in den arabischen Ländern. Herr, segne auch diese Arbeit, die da getan wird von den Geschwistern, die Predigten hochladen und übersetzen und vorbereiten. Und segne die Geschwister, die dich im Verborgenen hören müssen. Danke, Herr, dass du sie uns auch als Vorbilder nicht nur in dieser Zeit, wo es uns doch so ganz gut geht, als Vorbilder vor Augen gesetzt hast. Amen. Amen. Ja, ganz herzlich willkommen auch. Ich grüße euch auch sehr herzlich. Thema ist Gesetz und Gnade. Die meisten waren ja, glaube ich, gestern auch schon da. Ne? Das heißt, wir können da eigentlich so nahtlos anknüpfen. Die, die gestern nicht da waren, können das auch nachhören. Wir haben das auch aufgenommen. Also wird ja auch hier aufgenommen. Und ich versuche euch aber so ein bisschen damit ins Thema wieder reinzunehmen. Als Jesus kam, ist alles neu geworden. Alles neu. Ja? Der Johannes schreibt das schön, der sagt, wir schreiben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Wiederum schreiben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Ja? Der sagt also, an dem Wort Gottes hat sich nichts geändert. Wir haben keine neue Lehre. Wir haben keine Lehre, die jetzt dem Alten Testament zuwider wäre oder dem widersprechen würde. Und trotzdem haben wir ein neues Gebot, weil dieses alte Wort Gottes wird durch Gottes Geist plötzlich hell. Man kann es verstehen und durch Gottes Geist versteht man den inneren Sinn von Gottes Wort, ja? Also er sagt, wir haben gar kein neues Gebot schreiben wir euch. Und trotzdem schreiben wir euch ein neues Gebot, weil das wahre Licht, nämlich das Licht des Geistes, das scheint jetzt. Und das zeigt uns, was Gott mit seinem Wort wollte. Beispiel Sabbat. Sabbatgebot, du sollst den Feiertag heiligen, ja? Nicht arbeiten. Jetzt geht aber Jesus am Sabbat durch die Felder und erntet dort, ja? Und heilt sogar am Sabbat. Und da sind die Pharisäer jetzt natürlich total gegen. Und Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Ja, Moment, aber wir wissen natürlich, dass das Neues Testament ist, aber stellt euch vor, man wäre damals dabei gewesen und da wäre ein Wanderprediger gekommen, der gesagt hätte, der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und bricht das Sabbatgebot. Ja? Ich weiß nicht, ob wir das verstanden hätten und vielleicht zugehört hätten oder ob wir gesagt hätten, das ist ein Gesetzesbrecher. Der redet wieder diese Städte und wieder das Gesetz. Ja? Weil das war ja in den 10 Geboten, stand das so drin. Den Feiertag zu heiligen, den Sabbat zu heiligen. Und dann kommt Paulus im Galaterbrief und sagt, es gibt überhaupt keine Feiertage mehr. Ja? Einer hält den einen Tag vor dem anderen, der andere hält alle Tage gleich. Paulus sagt, es gibt es nicht mehr. Es gibt keine heiligen Tage, keine heiligen Gegenstände, keine heiligen Orte, keine heiligen Handlungen hier fürs katholische Umfeld. Das ist wichtig. Das gibt es nicht mehr. Ihr seid heilig. Ja? Es gibt keine heiligen Orte mehr hier auf Erden. Das gab es mal, der Tempel, der war heilig. Als Gott im Dornbusch dem Mose erschienen ist, da sagt er, zieh aus deine Schuhe, denn du stehst auf heiligem Land. Ja? Und das gab es, bis Jesus kam. Als Jesus kam, als Jesus gestorben und auferstanden ist, ist alles neu geworden. Heilig sind nicht mehr Orte, sondern Menschen. Heilig war der Tempel im Alten Testament, aber der Tempel, der seid ihr. Also seid ja ihr heilig. Die Christen, wir Christen, wir sind heilig. Ja? Es gibt keine heiligen Handlungen, keine Sakramente, das gibt es nicht mehr. Auch das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Ja? Wir denken an das, was Jesus getan hat. Das vergibt keine Sünden. Wer kann Sünden vergeben, außer allein Gott?
Kein Gegenstand, keine Handlung, kein Priester, niemand. Jesus Christus, der kann Sünden vergeben. Ja, der kann. Und so soll es gepredigt werden. So ist es Wahrheit und so bleibt es. Punktum. Ja, warum? Weil in keinem anderen Heil ist. Ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein der Name Jesus Christus. Und keine Priesterschaft, ob sie katholisch ist oder jüdisch oder muslimisch, ich weiß es nicht. Ja, das ist vollkommen Jesus Christus, da ist das Heil. Und deswegen heißt die Verkündigung, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr. Ja, die Predigt weist immer von sich weg hin zu Jesus Christus. Nicht wir selber. Ja. Obwohl Paulus auch sagt, ihr habt uns zum Vorbild gehabt, keine Frage. Ja? Deswegen lebt er ja nicht in allen Sünden. Aber er sagt, das Heil, das ist in ihm. Das ist allein in ihm. Und so soll auch das Gesetz gebraucht werden. Denn die Urgemeinde hatte ja noch gar kein neues Testament. Könnt ihr euch das vorstellen? Die hatten ja nur das Alte Testament. Und die mussten jetzt aus dem Alten Testament neues Testament lesen. Ich kann mich ja immer hinterm Paulus verstecken und sagen, ja, guck mal, der Paulus hat es gesagt. Und dann könnt ihr nämlich nicht widersprechen, weil der Paulus hat es ja gesagt, ja. Aber die Urgemeinde, die hatte ja die Paulusbriefe noch gar nicht. Die mussten also durch Gottes Geist aus dem Alten Testament Neues Testament herauslesen. Ja. Zur Reinigung des Sünders gibt es eine Vorschrift im Gesetz, dass man Hysop nimmt und reine Wolle und zwei Vögel und schlachtet einen der beiden Vögel und taucht den anderen Vogel in das Blut des ersten. Und dann nimmt man den Hysop und den Scharlach, die Wolle und den lebendigen Vogel und taucht den in das Blut. Und damit besprengt man den Sünder. Dann ist der rein. Wenn der Aussatz hat, dann wird der rein. Und dann lässt man den Vogel fliegen ins freie Feld. Er fliegt in den Himmel. Wisst ihr, was das ist? Jesus. Er ist geopfert worden und sein Blut reinigt und er ist auferstanden in den Himmel. Ja, das steht im Gesetz. Und wenn wir das gesetzlich lesen, dann, wenn jetzt jemand einen Flecken hat an der Haut oder so, dann geht der Priester hin, dann kann er das natürlich nachmachen. Aber wir wissen, wir verstehen das im Geist. Das wahre Licht scheint jetzt. Christus steht für die beiden Vögel, das sind seine beiden Naturen. Da haben wir gestern gesprochen über die beiden Naturen, die wir auch haben. Warum? Weil wir Christi Leib sind. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und diese beiden Vögel symbolisieren die beiden Naturen Christi, das menschliche und das ewige Wesen Christi. Und ein Vogel wird geopfert und der andere wird dort hineingetaucht in dieses Blut. Und dieses Blut reinigt den schmutzigen Menschen. Der sind wir, ja. Und dann wird der Vogel, das ist Auferstehung im Alten, das im Gesetz. Das Gesetz ist gut, wenn man es richtig gebraucht. Ja. Das heißt, wir schlachten heute gar keine Tauben mehr oder Vögel und tauchen die ins Blut von anderen Vögeln und besprengen uns damit. Nein, tun wir nicht. Was tun wir denn? Wir beten zusammen zu Jesus Christus. Wir falten die Hände. Ja, jemand sagt, meine Schuld ist mir zu schwer geworden, ich muss vor Jesus Christus kommen. Und dann betet er mit jemandem. Dann treten wir vor den Meister und bringen ihm das im Gebet. In Wahrheit, in Wesenheit. Ja? Nicht mehr im alttestamentlichen Abbild, sondern in der neutestamentlichen Wesenheit. Weil wir durch seinen Geist dieses Wort verstehen. Ja, dann haben wir uns das angeschaut, also Stellung. Ja, der neue Mensch, der ist hier im Himmel. Ja, der ist mit Christus zusammen im Himmel. Das ist der neue Mensch, der geistliche Mensch, der neue Adam, der innere Mensch. Und das hier ist der alte Adam, der fleischliche Mensch, der äußere Mensch, der Schöpfung angehört, für den das Gesetz gilt. Und wir haben das Gesetz gilt nicht hier hoch. Das Gesetz hätte im Himmel gar nichts zu tun. Warum? Weil das Gesetz den Sünder seiner Sünde überführt. Aber im Himmel ist nur Gott der Vater, der ist heilig. Gott der Sohn, der ist heilig. Und der neue Mensch, der in uns gezeugt wurde durch Gottes Wort, der ist auch heilig. Ja, das Gesetz hätte im Himmel gar nichts zu tun. Außer, dass es dort auf den Gott trifft, der es gegeben hat. Ja? Aber der durch den auch die Gnade geworden ist. Und dieses Gesetz gilt nur auf Erden. Ja? Und deswegen sagt die Bibel auch, dass wir sterben müssen, weil an uns ist nichts. Ja? Wir dürfen mit Christus mitsterben und dürfen mit ihm auferstehen. Ja? Sodass die Bibel sagt, der alte Mensch ist gekreuzigt, mit Christus mitgekreuzigt, der alte Mensch ist tot.
Juristisch tot, ja? Juristisch tot. Da haben wir gestern von gesprochen. Unser Erleben, unser Empfinden, unser Gefühl ist ein anderes. Wir empfinden, dass der alte Mensch mit seinen Lüsten und Begierden dann und wann noch sehr lebendig ist und sehr wach. Ja? Und führt uns in allerlei Not, dass ein Leben zum Schluss total verkorkst sein kann. Was kann passieren? Dann nimmt der alte Mensch sich, was er nicht sollte. Und dann leidet er darunter jahrzehntelang. Und der neue Mensch ist dadurch in Mitleidenschaft gezogen, weil das Glaubensleben durch den Dickkopf dieses Alten sich nicht entfalten kann. Ja? Das gibt es auch. Ja? Aber unsere Rechtfertigung, unsere Sündenvergebung, die entsteht auch dadurch, dass wir einen neuen Menschen bekommen, der ohne Sünde ist. Ja? Das Heil ist fest. Die Frage ist, wie viel Frucht dann gebracht wird in der Ewigkeit. Ja? Gibt auch Menschen, die kommen in den Himmel so wie durchs Feuer. Ja? Da ist gar keine Frucht geworden. Die sind heil geworden in Christus und die haben auch einen neuen Menschen. Aber der ist ein bisschen verkümmert. Ja? Aber der ist da. Gut. Dann haben wir gefragt, was sind Konsequenzen fürs praktische Glaubensleben? Die wollte ich gerne mit euch heute Morgen ein bisschen anschauen, wenn ihr da möchte, dass wir das ein bisschen an der Bibel nachvollziehen. Römer 7, lesen wir vielleicht mal die Verse einfach, weil ich glaube, dass die sehr wichtig sind. Die sind auch seelsorgerlich wichtig. Ja? Das ist eigentlich Gottes Wort an uns. Und der Paulus spricht hier von Tatsachen und von Fakten. Wir haben das gestern kurz ein bisschen angerissen. Aber wenn wir uns von daher verstehen können, dann glaube ich, ist uns das auch ein großer Trost. Und wir kommen nicht so ganz durcheinander mit dem, wie wir uns empfinden und dem, was Gottes Wort dann sagt. Ja, du hast gestern gesagt, dass der Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wie sagt er, der Neugeborene Sünde? Wer aus Gott geboren ist, ist ohne Sünde. Wer aus Gott geboren ist, ist ohne Sünde, genau. Und das ist eigentlich ein Vers, den man ja so nicht verstehen kann, ja, weil man sagt, ja, ich bin doch wiedergeboren und trotzdem passiert mir dies und jenes noch. Ja, ja, dass man sieht, der da oben, ne, das ist der von Gott Geborene, der sündigt nicht, der ist im Himmel. Der ist perfekt, der bleibt auch perfekt, der bleibt weiß. Es gibt keine Grautöne und keinen Schatten gibt es hier oben, keinen Schattenwurf. Der ist in Christus. Ja? Den werden wir erst sehen, wenn wir sterben und wenn wir Jesus sehen. Dann werden wir das sehen, wer wir da sein dürfen. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist und dann werden wir auch uns erkennen. Ja? Jetzt im Moment glauben wir das hier. Warum? Weil das Gesetz, oder ich will sagen die Weisung, das Wort Gottes, das berichtet uns davon. Und wir glauben dem, so wie Abraham geglaubt hat in Verheißungen Gottes, so glauben wir dem Wort. Ja? Das ist unser Trost. Hier, wir erleben, tun wir uns hier unten. Ja? Okay, Römer 7, Vers 7. Ja? Was wollen wir denn jetzt sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, sagt er, auf gar keinen Fall. Das Gesetz ist nicht Sünde. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust oder von der Begierde, wenn das Gesetz nicht hätte gesagt, lass dich nicht gelüsten. Da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte vorher ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, nämlich eins der 10 Gebote, lass dich nicht gelüsten, nennt ja eins der 10 Gebote, als das Gebot kam, wurde die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb. Und es fand sich, dass das Gebot mir zum Tod gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Jetzt sagt er, jetzt geht alles durcheinander. Gott hatte ein Gebot gegeben, dieses Gebot ist heilig, recht und gut. Und dieses Gebot sagt, sei nicht neidisch. Ja, lass dich nicht gelüsten. Das ist ein gutes Gebot. Das findet er auch gut und recht. Ja? Und dieses Gebot war eigentlich zum Leben gegeben. Aber jetzt kommt es plötzlich so, dass er durch dieses Gebot stirbt. Warum? Weil er das Gebot übertreten hat. Und jetzt hat er ein Problem. Jetzt müsste er eigentlich sagen, wow, was ist denn jetzt passiert? Also Gott gibt sein Wort und sein Wort ist gut. Ja? Ich akzeptiere das auch. Aber jetzt habe ich das Wort übertreten, vielleicht mehrfach übertreten. Wir haben gestern so ein Beispiel gemacht. Ja? Er macht stille Zeit, liest das Gebot,
Dann betet er, geht er in den Tag und dann wieder plötzlich sieht er seinen Nachbarn seine Güter und dann sagt er, boah, hätte ich aber auch gerne. Wieso hat der da Geld überhaupt? Lebensversicherung ausbezahlt bekommen oder was? Geerbt? Wer ist denn da gestorben? Ja, und ratter, ratter geht es los, ja? Und dann merkt er plötzlich, oh, ich lass mich gelüsten. Und ich habe heute Morgen, habe ich doch dieses Gebot gelesen. Ja? Und dann merkt er hat das Gebot übertreten. Und jetzt hat er ein Problem. Denn jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Gebot böse, weil es hat ihm ja den Tod gewirkt. Oder er ist böse. Nein, nein, das kann nicht sein. Also ich bin ja nicht böse. Ich bin doch der Paulus. Ich bin doch super. Schaut an, wie toll ich drauf bin. Ja? Ich mühe mich ja auch. Ich mache ja auch, was Gott will. Also muss das Gebot böse sein. Das geht aber auch nicht. Das ist ja Gottes Gesetz. Das hat Gott am Sinai gegeben. Das kann ja nicht schlecht sein. Und jetzt hat er ein Problem. Jetzt gäbe es noch eine Möglichkeit, die ist aber mehr neutestamentlich. Der Teufel war es. Der Teufel ist schuld. Ja? Paulus sagt das nicht so direkt. Der Paulus sagt, die Sünde, die ist daran offenbar geworden. Aber er nimmt sich selber vor diesem nicht. Eins lässt er stehen. Er sagt, das Wort Gottes ist heilig, gerecht und gut. Das ist kein schlechtes Wort. Ich bin der Sünder. Ich bin unter die Sünde verkauft. Ich brauche Erlösung. Und wie habe ich das verstanden, als ich das Gebot gelesen habe? Der kämpft sich dadurch. Das ist keine Kopfsache. Ja, das ist nicht eine Sache, die man mit dem Intellekt erkennen kann. Das kann man nur erkennen, wenn man dem Wort Gottes folgt, wenn man das Gesetz Gottes tut. Als wir gläubig geworden sind, haben wir das sehr, sehr ernst genommen. Und ich bin daran gescheitert, muss ich ehrlich sagen. Und mehrfach. Und ich habe gesagt, boah, und ich habe mich da durchgerungen. Bis ich irgendwann die Gnade verstanden habe und hab die Gnade gefunden habe und habe gesagt, das ist Gnade, oder? Das vergibt Gott. Aber ich würde heute niemandem zu schnell von der Gnade sagen. Ich würde heute jedem sagen, der im Glauben anfängt, würde ich sagen, halte die Gesetze. Halte das Gesetz. Halte die 10 Gebote. Das ist das Schnellste. Musst du keine 613 Gebote lesen. Ja, 10 Stück reichen. Und sei ernsthaft damit, würde ich immer sagen. Das ist die enge Pforte, durch die muss jeder durch. Durch die muss jeder durch. Und zu viele akzeptieren das und sind eigentlich keine gebrochenen Menschen. Am Gesetz brechen wir. Die Psychologen würden sagen, boah, das darf man nicht tun, eine Persönlichkeit brechen. Ja, das ist richtig, das darf man nicht tun. Das darf auch niemand an sich selber tun. Ja, also wir sollen uns selber nicht unnötig kasteien. Aber Gott zeigt uns, wer wir sind. Und er zeigt es uns im Gesetz. Und er ringt uns nieder, wie den Jakob am Jabbok. Er ringt uns nieder. Und damals ging es mir auch so, dass ich sage, wieso werde ich hier niedergerungen? Ich bin doch Christ geworden, was ist denn los? Ja? Und als der Jakob dann, der war ja stark, ja, der Jakob hat ja die ganze Nacht gekämpft gegen den Engel. Ihr kennt die Geschichte, ja? Die ganze Nacht hat der Engel mit ihm gekämpft, der hat ihn nicht überwunden. Und dann rührt er ihn an der Hüfte an, da wo man geschworen hat, wo es um die Wahrheit ging. Das war die Schwachstelle vom Jakob. Der Engel rührt ihn an der Hüfte an. Und da bricht der Jakob zusammen. Und dann weint der Jakob und bittet den Engel. Und dann gibt der Engel ihm einen neuen Namen. Dann heißt der Jakob, er heißt Israel, Gott kämpft. Und ab dem Zeitpunkt ging dem Jakob die Sonne auf. Da hat er Licht. Versteht ihr das? Das ist Altes Testament. Das ist wie eine Bekehrung. Da kommt einer vom Gesetz, wo einer noch stark ist in sich selber, wo einer noch fromm ist, wo einer noch das Wort Gottes durchsetzen will, bei sich und in der Familie und in der Gemeinde, der kommt plötzlich an seine eigene Bankrotterklärung, wird herangeführt, am Jabbok. Ein Segen. Da werden Menschen ganz neu, werden ganz, ganz anders, die Herzensbildung. Ja? Und dann gibt es einen neuen Namen, dann heißt er nicht mehr Jakob, dann heißt er Israel, Gott kämpft. Und die Sonne geht ihm auf, die Sonne leuchtet, er hat Licht für Gottes Wort, das wahre Licht scheint jetzt, ja, aber der hinkt an der Hüfte. Der hinkt, früher konnte er laufen, jetzt am nächsten Tag hinkt er, weil der Engel ihn da angerührt hat. Und dann sind sie halt gezogen mit ihren Schäflern und der Jakob ist hinterher gehinkt, ja. Und da hat er zu den kleinen Lämmern gesagt, oh, ihr seid so klein, ihr könnt auch nicht so schnell wie ich, wollen wir laufen zusammen. Wir lassen die anderen vorkommen, wir zwei laufen zusammen, gell? Und der Schäfler sagt, ja, klar, ja. Da entsteht Freundschaft. Das ist ein Mensch geworden. Ja, der sieht seine Schwächen, der sieht, dass er hinkt an der Hüfte. Und wir alle hinken an der Hüfte. Unser alter Mensch, der hinkt, der humpelt. Der himmlische Mensch, der hat Lust an Gottes Gesetz, aber der Alte, der will halt nicht so. Der humpelt hinterher. Ja? Und trotzdem haben wir Licht von Gott.
Und die Juden, was machen sie? Koschere Küche, essen keine Spannader. Ja? Nichts verstanden. Nichts verstanden. Ja, gab es bei den Juden, gibt es bei den Christen aber auch. Ja? Siehst du, beide müssen mit den Fingern auf die zeigen. Gibt's für eine, wie heißt, hat einer gesagt, der Pharisäer ist nicht ausgestorben, sagt ein Russlanddeutscher. Ich höre das immer noch. Der Pharisäer ist nicht ausgestorben. Ja, den gibt es immer noch. Ja. Okay, ich lebte vorher ohne Gesetz. Als das Gebot kam, wurde die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb und es fand sich, dass das Gebot mir zum Tod gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Oh, alles dreht sich plötzlich um. Denn, und jetzt denkt an Eva und an die Schlange im Paradies. Ja, haben wir gestern von gesprochen, dass genau das hier beschrieben wird, was mit Eva und der Schlange im Paradies war. Denn die Sünde, in Klammern die Schlange, nahm Ursache am Gebot, nämlich, du sollst nicht essen von den Früchten im Garten, ja? Und betrog mich, denn sie sagt, es ist gut, von dem Baum zu essen, hat Gott euch verboten davon, dürft ihr gar nichts hier im Paradies, ja? Sie betrog mich und tötete mich durch dasselbe Gebot. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das steht für ihn fest, ja? Ist aber jetzt das, was gut ist, mir zum Tod geworden? Ist die Bibel schlecht? Soll man die Bibel wegwerfen? Wenn beim Lesen der Bibel solche Sachen rauskommen, dann Fenster auf und raus damit, ja? Wenn die Bibel die Sünde lebendig macht, dann weg damit. Ich will ja ein guter Mensch sein, oder? Das wäre die logische Konsequenz daraus. Die geistliche Konsequenz ist, jetzt hat Gott zu mir geredet in seinem Wort und jetzt verstehe ich mich, was in mir los ist, was in mir tobt. Ja? Ist denn das da gut, ist Vers 13 mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sagt er, das sei ferne. Aber die Sünde, auf dass sie erscheine, wie sie Sünde ist, hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf dass die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot. Die Sünde wird ans Licht geholt. Die kommt raus. Das Licht des Geistes scheint sie an und sagt, das ist sie, das ist die Sünde. Das ist es. Ja? Als ob Gott die Schlange aus dem Paradies rauszieht und sagt, das ist die Schlange. Das ist es. Ja? Denn wir wissen, Vers 14, dass das Gesetz geistlich ist. Hört ihr das? Das Gesetz ist geistlich. Das ist kein Buchstabengesetz. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und dieser Vers, diese Aussage, den findet man, sorry, dass ich das so ganz frontal sage, den finde ich bei Christen zu wenig. Ist vielleicht aber nur ein Eindruck von mir. Dass jemand zugegeben hat, ich bin unter die Sünde verkauft. Ich brauche Vergebung. Ja. Das geht nicht die Welt an, das ist keine Theologie, die ich hier lerne, das ist kein Lebensprinzip, das ist keine Bedienungsanleitung für ein gelingendes Leben. Das ist ein Buch, das in mein Wesen hineinschaut und mir meine Sünde zeigt. Ich bin verkauft, ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung. Ich, ja, der verlorene Sohn, der schlägt, glaube ich, in sich. Der schlägt nicht um sich, der schlägt in sich und dann geht er heim, geht er zurück. Ja. Also das ist praktisch das, wie das Wort Gottes beim Paulus wirkt. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was ich tue oder ich billige nicht, was ich tue, sondern das, was ich hasse, das tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, zum Beispiel sich gelüsten zu lassen, dann gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, der Paulus versteht sich hier als neuer Mensch, ja? Der versteht sich als der Weise. Ja? Wie Johannes auch schreibt, der von neuem geboren ist, der sündigt nicht. Ja? Das ist eine Frage der Stellung. Er sieht sich hier oben in Christus, ja? Aber er sagt, der hier unten, der ist immer noch hochlebendig. Der ist zwar gekreuzigt, der ist mit Christus mitgestorben. Der ist juristisch vor Gott, gilt der nicht mehr. Aber ich habe immer noch mit ihm zu tun, solange ich lebe. Oder bis die Entrückung kommt. Ja? Und davon schreibt der Paulus auch hier, was ich tue,
billige ich nicht. Ich sehe immer noch hier, ja, selbst wenn es eine tolle Predigt ist und er sich dann toll vorkommt da drin oder seelsorgerlich oder er macht Mission oder er spendet für die Armen oder er wallfahrt und fastet und ja, wenn er das tut um seines eigenen Glaubens willen und das im Licht Gottes dann beurteilt, dann sagt er, sieht er viele Dinge in seiner alten Natur, die er nicht für gut befindet, die er hasst. Und dann sagt er, ich tue das nicht mehr, ich darf der sein, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und jetzt fängt der Kampf an und den beschreibt er jetzt. Denn ich weiß, Vers 18, ich weiß, dass in mir, und zwar in meinem Fleisch, in meinem alten Mensch, Vers 18, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl. Wollen schon, aber ich habe es nicht geschafft. Ja? Ich wollte das Gesetz ja, lass dich nicht gelüsten, stehl nicht, lüg nicht, red kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten. Und die ganzen anderen 600 Gesetze auch. Wollen habe ich wohl. Das heißt, wenn also heute jemand zum Paulus käme und würde sagen, du musst die Gebote halten, dann wäre der Paulus der Erste, der aufschreit und sagt, ich will ja. Es ist ja nicht so, als ob ich das nicht wollte. Ich schaff's aber nicht. Dann sagt der Gesetzesmensch, was ist mit dir los? Dir fehlt wohl Gnade. Nein, sagt der Paulus, ich bin in der Gnade. Ich sehe aber, dass der alte Mensch das nicht will. Alter, habe ich nie was von gehört, alter Mensch, neuer Mensch. Du musst den Sabbat halten. Ja? Und da entsteht eine ganz seltsame Auseinandersetzung. Also er sagt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, nach meinem neuen Menschen, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und zwar immer wieder und immer wieder aufs Neue. Was ist bloß los mit mir, sagt der Paulus. Ich bin doch jetzt wiedergeboren. Jetzt müsste Gott mir doch seinen Geist geben, jetzt müsste doch alles perfekt sein bei mir. Aber das entspricht nicht dem, was Paulus hier durchmacht und durchkämpft. Entspricht es nicht. Ja? So ich aber das tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja? Zum zweiten Mal, Vers 17 und jetzt Vers 20. So finde ich mir nun ein Gesetz, ich finde mir eine Regelung, ich erkenne daraus etwas, ja, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhängt. Das klebt an mir. Das klebt an mir wie Zuckerrübensirup, keine Ahnung, ja. Zuckerrübensirup, heißt es so? Nein, Zuckerrübensaft. Also, ist okay. Ihr wisst es, klebrig ist es, ja. Es hängt ihm an. Es hängt ihm an und er kriegt es dann los, ja. Und er versucht davon loszukommen, aber es gelingt ihm nicht. Und empfindet sich hier schon auch zweigeteilt, ja? Denn er sagt, Vers 22, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber gleichzeitig ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt, und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz. Also es klebt ein alter Mensch an ihm. Er ist gefangen in der Sünde Gesetz. Er tut etwas, was er nicht will. Ist das ein schönes Leben? Das ist kein schönes Leben. Ja? Aber das ist die Wahrheit über ihn. Das ist der Kampf, der kämpft. Womit kämpft er denn? Der kämpft mit einem Leichnam, mit dem Schwarzen da unten, der ihm anklebt. Und der manchmal ein bisschen müffelt. Ja? Der klebt und er kommt nicht los davon. Er will ja, wollen habe ich wohl, aber es hängt mir an. Ich elender Mensch, sagt er, ich bin mit einer Leiche zusammengebunden. Ich bin ein siamesischer Zwilling mit einer Leiche. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht schön. Ja, ich übertreibe ein bisschen jetzt, ja, ihr wisst ja. Aber dass man das, der ist zusammengekettet mit einem Untoten, sagt man dazu, glaube ich, im modernen Deutsch. Ja? Das ist nicht, und der läuft mit dem. Ich habe gesehen, im Internet habe ich einen Clip gesehen, da ist irgendwo in Skandinavien, haben zwei Hirsche miteinander gekämpft. Und derer beider, kennst du das vielleicht auch, derer beider Geweih hat sich ineinander verkeilt. Mhm. Und einer ist, glaube ich, verhungert. Oder die konnten nichts mehr essen, die kamen nicht mehr los, über Tage und Wochen. Und der eine ist verdurstet oder verhungert, ich weiß nicht, der eine war tot. Ja, und da gingen schon die Fliegen dran und der andere hing mit seinem Geweih an dem und kam dann weg, ja. Und dann haben sie, glaube ich, mit der Säge haben sie auseinandergesägt worden. Hat der war aber froh, ja.
Der eine, der andere, nicht, also das, ja. Ihr wisst, wie ich meine, ja. Der war von der Leiche, war der erlöst. Das war so ein Bild für mich, ja. Stimmt. Ja. Und so ist eigentlich hier auch. Sagte ich, elender Mensch, sagte in Vers 24, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das ist genau wie mit den zwei Hirschen. Wer erlöst mich denn? Da kam zum Glück einer mit der Baumsäge vorbei, der ein barmherziges Herz hatte. Und der hat sich ja gewehrt auch, ne? Der wusste ja nicht, ob er ihm den Kopf auch direkt auch absägt. Ja? Aber ihm sollte ja geholfen werden. Und das ist, was hier beim Paulus auch passiert. Der kämpft. Der kämpft, ja, der will. Er will ja das Gute tun. Er will es auch vollbringen, ja, aber er schafft es nicht. Er sieht ein anderes Gesetz, ein Gesetz in seinen Gliedern, die mich gefangen nimmt. Ja? Und die ihm Not macht und die ihn kämpfen lässt. Und ich will das Gute tun, aber das Böse hängt mir an. Der alte Mensch ist immer noch sehr lebendig in ihm. Der Neue ist daran gebunden. Das war Christi Natur auch, oder? Er war ja Gott geoffenbart im Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Gottes Geist war im Fleisch. Das war Christi Natur auch. Wir haben gestern kurz, glaube ich, drüber gesprochen, über Anfechtungen. Ja? Ich glaube, dass Jesus genau dasselbe hier hatte auch. Ja? Der hatte eine menschliche Natur und eine geistliche Natur. Das war unglaublich, wie Jesus leben konnte ohne Sünde. Deswegen ist er auch hoher Priester und wir sind nur normale Priester. Ja? Das gebührt ihm, über die ganze Welt zu richten auch. Ja? Aber Paulus sagt, ich elender Mensch, und jetzt wird es spannend auch, wie geht denn die Sache aus? Wie geht denn es weiter? Ja? Was ist denn das, wie es sich auflöst von ihm? Er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, er flieht sich nach diesem Gesetzeskampf und dieser Fleischesauseinandersetzung zu Jesus Christus. Ja? Und die Schlussfolgerung daraus ist nicht, dass er sagt, jetzt kommt Jesus und der macht mich frei und jetzt gelingt mir alles. Es wäre ja auch eine Lösung. Es wäre auch logisch. Jesus ist mein Retter. Jesus gibt mir jetzt von seinem Geist und der Geist hilft mir, dass ich nicht mehr sündige. Ja, und je mehr ich wachse im Geist, desto weniger werden meine Sünden und irgendwann bin ich so wie Jesus, dann werde ich entrückt. Es wäre ja auch eine Option. Ja? Aber der Paulus schreibt das gar nicht. Er schreibt was ganz anderes. Der sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das ist für ihn die Schlussfolgerung. Er sagt, das bleibt. Das hört nicht auf. Das bleibt. Wie lange? Bis wir sterben oder entrückt werden. Ja? Wenn wir sterben, dann werden wir von diesem Leib los und dann sind wir beim Herrn im Himmel. Dann gehen uns mal die Augen auf, wie unser Leben wirklich aussah vor Gottes Augen und Wesen. Ja? Aber bis dahin bleibt der Kampf und der ist uns verordnet, sagt der Paulus. Das ist ein Kampf nach innen, das ist auch ein Kampf nach außen. Und er sagt, das ist die Schlussfolgerung aus dem, ich diene mit dem Gemüt, mit dem inneren Menschen, dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch noch immer dem Gesetz der Sünde. Ja, das heißt, ihr werdet erleben, dass ihr nicht perfekt werdet. Das ist so. Und es macht uns allesamt ein bisschen geerdet, ein bisschen demütig. Ja? Wir bleiben Menschen. Wir hinken mit der Hüfte, aber wir haben Licht. Wir haben Verständnis für die Schwachheiten von einem anderen. Ja? Und das bleibt, schreibt er den Galatern, schreibt er genau selber. Wenn er einen Galaterbrief liest, ist genau selber, was er an die schreibt. Ja? Also das ist die Schlussfolgerung. Und dann geht es noch zwei Verse weiter, auch noch, die möchte ich gerne noch ergänzen, weil die auch dazugehören. Und er sagt, in der Situation drin, wo beides da ist, nebeneinander, sagt er, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo, Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Christus hat es für mich getan. Christus hat diese Schwachheiten für mich überwunden. Er hat sie bezahlt, er hat sie abgelöst. Es ist alles in ihm. Ich bin ihm verpflichtet mit Leib und Leben, mit allem, was ich habe und bin und sein werde. Es gehört alles ihm. Ich gehöre ihm mit Haut und Haaren. Er ist der Herr. Er hat mir das, alles hat er mir erworben. Und was machen wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Jetzt müssen wir was tun auch, ja? Der Paulus sagt nur,
Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dann wir auch warten unseres Herrn Jesus Christus. Wir warten darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt. Punkt, das ist schon alles. Und in der Zeit können wir studieren und können unsere Arbeit machen und geben vom Evangelium, von der Hoffnung weiter, die in uns ist. Ja? Und irgendwann, wenn wir fertig sind, dann holt er uns heim. Wir machen das einfach so. Ja? Und nach dem Geist wandeln, da wollte ich gerne noch ein bisschen Zeit haben mit euch, aber das schaffen wir nicht mehr zeitlich. Das ist auch ein sehr umfangreiches Thema. Ja? Zum Schluss geht es nicht darum, dass wir die 10 Gebote abarbeiten. Sondern, dass wir eigentlich den Weg gehen, den der Paulus hier auch geht. Dass wir die 10 Gebote, ich sag mal, am Anfang meines Glaubenslebens habe ich die, und ich nehme die immer noch, das ist Gottes Wort. Da ist Gottes Weg und Wesen ausgedrückt in diesen 10 Geboten, im ganzen Gesetz. Ja? Wir können das nachlesen, was Gott will. Aber wir verstehen, dass es nicht mehr darum geht, 2 Vögel jetzt mit dem Ysop in Blut zu tauchen. Das verstehen wir dann. Ja? Wir lesen das Wort Gottes mit dem Licht des Geistes. Wir verstehen das geistlich und wandeln auch geistlich nach dem Herrn. Wir verstehen auch, dass dort, wo Gott wohnt, Gottes Haus ist. Und wenn Gott durch seinen Geist in uns wohnt, dann sind wir Gottes Haus, sind wir Gottes Tempel. So verstehen wir das Wort Gottes. Ja? Und wenn wir dann anfangen, es ist gut einfach zu sagen, Herr Jesus, lass mich ein bisschen klug sein. Gib mir Licht, lass mich verstehen, wer bist du? Wie ist denn dein Wesen? Lass mich dich sehen. Wer bist du? Gib mir Weisheit. Salomo hat auch um Weisheit gebeten, oder? Warum sollen wir das nicht auch tun? Sagen, Herr, mach uns klug, lass uns dein Wort verstehen, lass uns weise sein. Gib mir von deinem, dass ich dich sehe, wie du bist. Und wenn wir durch diese enge Pforte gehen, von der Paulus hier geschrieben hat, und zur Gnade Jesu finden, dann geht es uns wie dem, der blind geboren war, in Johannes 9. Weil der Paulus sagt ja auch, dass wir wandeln sollen in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Naja, Gott schickt die ein oder andere Lebenssituation, in die er uns hineinführt. Zum Beispiel irgendwo im Büro oder im Job oder in der Familie oder in der erweiterten Familie. So wie dieser Mann auch. Jesus hat den sehend gemacht. Und jetzt kommen alle und sagen, hey, du warst doch blind. Ja, sagt er, aber jetzt kann ich sehen. Ja, wie kommt denn das? Ja, der Mensch Jesus, der hat mich sehend gemacht. Dann sagen die Leute, ja, aber das kann aber nicht sein, weil das war ja am Sabbat. Am Sabbat darf man ja nicht heilen. Also das kann auf jeden Fall schon mal kein Prophet gewesen sein. Ja, doch, sagt er, das war Jesus und der hat mich sehen gemacht. Und da werden die Pharisäer, werden ganz wuschelig und kommen an und sagen, wir fragen die Eltern, ob der das wirklich war. Ja? Und dann fragen sie die Eltern. Die Eltern sagen, da wollen wir eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ja, der ist schon unser Sohn, aber wir haben auch Angst, dass wir aus der Kirche ausgeschlossen werden. Und deswegen wollen wir da gar nichts sagen, da fragt den mal lieber selber. Ja? Weil die Angst haben, alle, die sich zu Jesus bekannt haben damals, die sind halt in den Bann getan worden. Es war fast wie Corona, nicht ganz so schlimm, aber ja. Wer da nicht gehört hatte, wurde sofort bestraft. Ja? Und so war das damals auch. Und dann haben die Angst gehabt, die Eltern. Die haben sich nicht zu ihrem Sohn bekannt. Ich finde das herzzerreißend. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Sohn sich fühlt? Mama und Papa sagen, die kennen mich nicht. Die stehen nicht für mich ein. Die sagen nicht, ich war blind, ich habe auf der Straße gesessen und gebettelt. Ja? Jetzt bin ich sehend geworden und die verlassen mich. Ich finde das herzzerreißend. Aber der wird immer kässer. Der wird immer stärker. Dann kommen die Pharisäer zu ihm und sagen, wie bist du sehend geworden? Erklär mal, wie ist denn das gewesen? Da sagt er, der Mensch Jesus kam und der hat dann Teig gemacht, so mit Spucke und Erde, hat mir die auf die Augen getan. Dann kommen sie wieder, nachdem sie bei den Eltern waren. Wie bist du sehend geworden? Er sagt, er wollte auch gläubig werden. Ja, wir doch nicht, wir glauben ja nicht an Jesus, ja? Ja? Und dann sagt er, wieso habe ich euch schon gesagt? Von der Welt her ist nicht gehört worden, dass jemand Blindes sehend gemacht hat. Das kann nur der Messias sein. Ja, willst du uns lehren? Sagen die. Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns, jetzt fängt er an, hier dogmatisch zu werden. Raus. Und ich schmeiße ihn raus. Der fliegt raus. Aus der Kirche raus. Oder aus der Gemeinde. Oder ich weiß es nicht. Ja, da, wo er gewesen ist. Warum fliegt denn der raus? Weil der sehend geworden ist. Das ist ein Bild.
Wir waren mit dem Hermann Hofsess in Russland, da in Moldawien sind wir gefahren, ja, der Hilfstransporter, und da ist ein junges Mädel mitgekommen und die hat halt auch immer wieder vom Gesetz gepredigt gehört, und beim Hermann hat sie, glaube ich, zum ersten Mal von der Gnade gehört, ja, dass die Gnade gepredigt wird. Und dann das hat ihr Herz so gefasst, und dann ist sie zurück in ihre Gemeinde gekommen, und die war sehr streng, die Gemeinde, und dann hat sie immer von der Gnade Jesu gesprochen. Ja, die war wie selig, war die, ja, und dann haben die Gemeindeälteste aber irgendwann das Wort verboten, weil, also nur Gnade, das geht ja nicht, ja. Aber dann hat sie immer Lieder gewünscht, wo die Gnade als Thema drin war, ja. Und dann, ich weiß nicht, ob sie ja das auch irgendwann verboten haben, ich weiß es nicht. Aber da wird jemand wach für die Gnade Jesu, der erkennt plötzlich, Jesus Christus ist mir gut, das ist ein lebendiger Gott, mein Heil liegt nicht darin, dass ich das hier alles abarbeite, sondern in seinem Wesen. Ja, er ist mir gut. Und dann fangen die Leute an, von Jesus zu reden, und dann passiert es ganz automatisch, was hier in Johannes 9 dann beschrieben ist. Und das sind die Werke, in denen wir wandeln dann plötzlich. Wir folgen dann Jesus nach. Und er fängt auch an, am Anfang sagt er, der Mensch Jesus hat mir geholfen. Und dann kommt er, geht er immer weiter, und zum Schluss betet er ihn an. Ja, weil als der rausfliegt aus der Synagoge, da findet ihn Jesus. Ah ja, wenn Jesus den findet, dann hat er ihn auch gesucht. Ja? Und dann treffen sich zwei Männer. Und die gucken sich in die Augen. Und dann betet dieser Mann Jesus an. Dieser Mann hat die Auseinandersetzung nicht gesucht. Der ist halt sehend geworden. Ja? Der hat nicht versucht, das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Gebot zu halten. Das hat er nicht gemacht. Der hat einfach Zeugnis gegeben von der Hoffnung, die in ihm war. Und das ist bei uns auch. Und dann erleben wir ganz Ähnliches. Und dann steckt man Johannes 9 zufällig auf und sagt, hey, das ist ja meine Geschichte. Das habe ich. Und dann lässt uns Gott hinter die Kulissen gucken, was hinter den Kulissen abläuft. Und dann wird Gottes Wort lebendig, ja? Dann macht Gott das Wort lebendig in uns. Und dann werden wir heimisch mit diesem Wort. Dann redet das ist ein lebendiges Wort. Dann sagen wir, ich war am Jabok. Ich habe gekämpft mit dem Mann in der Nacht. Ich bin an der Hüfte angerührt worden. Mir ist Licht aufgegangen. Ich bin der Mann aus Johannes 9. Ich habe Zeugnis gegeben von Jesus und bin vielleicht rausgeflogen, ja? Vielleicht am Job oder, ja? Und ich habe Jesus gefunden. Und von dem lasse ich nicht mehr. Nie mehr. Nie mehr. Er hat mich angerührt und ich will bei ihm bleiben. Und ich bin sehend geworden für ihn. Das ist das, was die Bibel sagt. Versteht er? Da geht es nicht mehr um die 10 Gebote und nicht um die 613. Versteht ihr das? Da geht es um die Wesenheiten der Nachfolge Jesu im Neuen Testament. Das, was ganz anderes. Das ist viel mehr als das Gesetz zu tun. Viel mehr als den Sabbat zu halten, den Zehnten zu geben, Speisegebote einzuhalten, sich beschneiden zu lassen, bestimmte Feiertage zu halten. Versteht ihr, das ist mehr als sich Entschuldigung taufen zu lassen. Das ist mehr, das ist die Nachfolge Jesu. Das ist die Nachfolge der Leibesgemeinde. Denn wo das Haupt hingeht, da geht der Leib hinterher. Und wenn wir in der Ewigkeit sind und die große Apokalypse da ist, wo die Hüllenwegnahme ist, dann wird alle Welt sagen, ja, das stimmt, das war da. Das sind die Letzten und die sind jetzt die Ersten. Und deren Leben sieht jetzt genauso aus, wenn auch schwächer und kleiner und vielleicht nicht im Nahen Osten, sondern in Europa, wie das Leben Jesu. Der sieht so ähnlich aus und der und der. Und dann rücken die da stehen, die laufen alle zu Jesus hin. Und dann wird Jesus vollständig sein. Er das Haupt und wir die Glieder. Das ist der Christus Gottes. Ja? Und das Leben wird durch die Nachfolge Jesu, kommt die Gemeinde Jesu zusammen. Wir gehen durch dieses enge Gitter des Gesetzes, gehen wir und müssen wir hindurch. Ja? Da scheitern wir auch dran. Aber als ich an den Wächtern vorbei war, fand ich den, den meine Seele liebt. Steht im Hohelied. Ja? Als ich an den Menschen vorbei war, die mir das Evangelium gesagt haben, da habe ich Jesus gefunden. Und das Gesetz ist gut, wenn wir es recht brauchen, nämlich mit dem Licht, was Gott uns gegeben hat. Ja, das betrifft den ganzen Menschen. Das ist, nach Jesus ist alles neu geworden, alles anders geworden. Ja. Der Tempel sind wir, der hohe Priester ist er. Unser Bürgerrecht ist nicht in einem Land auf Erden, God's own country, ob das Amerika oder Israel wäre, ja, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind von oben herabgezeugt und wir gehen auch wieder hinauf. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? Jesus sagt, nur der fährt hinauf in den Himmel, der zuvor vom Himmel herabgekommen ist, sagt er von sich selber. Und das gilt für uns auch.
Wir sind vom Himmel herabgezeugt und wir gehen wieder in den Himmel. Unser Glaube ist vertikal. Und dahin gehen wir auch wieder. Und das müssen die Pastoren und die Prediger machen. Unsere Sinne, die oft irdisch gesinnt sind, ja, die in unserer irdischen Verzagtheit auch sind, in unserer irdischen Theologie, irdischen Religion, da hinaufführen, da, wo Jesus ist. Und sagen, ja, das ist dein Erleben, aber das ist Wahrheit. Nimm dir das als Trost mit. Vergiss nicht Jesus Christus. Ja? Und mit der Hoffnung, die wir da oben haben, gehen wir dann noch in die Welt, machen unseren Job. Pünktlich im Geschäft sein, nicht zu spät kommen. Job gut machen, gewissenhaft machen. Ja? Ist auch ein Zeugnis, was man hat. Weil wir da oben sind und weil für uns alles gut geworden ist, soll das da unten auch sein. Ja? Und deswegen sagt Paulus auch, ich kreuzige meinen Leib, haben wir gestern kurz von gesprochen, dann höre ich auch auf damit. Finde ich auch wichtig, da geht es nicht darum, den Leib zu kasteien, ja? Sondern genau das zu tun, was Jesus getan hat. Denn Jesus hat seinen Leib gekreuzigt auf Golgatha, kreuzigen lassen. Ja? Und Paulus sagt, weil ich zu Jesus gehöre, tue ich das auch. Ich gehöre zu Jesus und deswegen kreuzige ich den Leib mit seinen Lüsten und Begierden. Da sind wir wieder im Gebot von Römer 7. Da geht es aber nicht darum, dass er sich kasteit und in großer, wie Luther das versucht hat, Gott sich so zu nähern. Ja? Sondern es ist eine sehr nüchterne Aussage, die er sagt, die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Die Welt ist für mich tot, ja? Die Welt hat manchmal auch keine Attraktivität mehr für mich. Ja? Die Welt ist mir gestorben und ich bin der Welt auch gestorben. Und weil ich der Welt gestorben bin, deswegen kreuzige ich meinen Leib. Das ist mein Wandel. So wandle ich da. Ich wandle aber nicht nach den Geboten. Nicht nach den 10 Geboten, sondern nach dem, wie Jesus ist, das, was Jesus von mir will. Und wenn ich es nachlesen will, lese ich die 10 Gebote. Ja klar, da steht es auch drin. Ja, da spürt man Gottes Geist und Wesen. Ja. So ist nun nichts Verdammliches an euch, die ihr in Christus Jesus seid, die ihr nicht nach dem Fleisch wandelt und auch nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesu, hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Unglaublich, ja? Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das, was wir besprochen haben, ist nicht schwierig zu verstehen. Das ist überhaupt nicht zu verstehen. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist nicht schwierig, das gar nicht zu verstehen. Entweder es zu verstehen oder gar nicht zu verstehen. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auf dem Weg mit Jesus ist. Und das kann nur der verstehen, der es mal geschmeckt hat. Warum? Weil die Bibel sagt, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern die Salbung, die ihr habt, die lehrt euch das. Ja? Und wenn wir über so Sachen sprechen, dann fasse ich nur da den Worte, was der Geist Gottes euch selber schon gelehrt hat. Ja? Mehr ist es nicht. Ja, Gott macht da einen Henkel dran, dass man das verstehen kann, was passiert. Und mehr ist es nicht. Der Geist Gottes lehrt uns. Wer den Geist Gottes nicht hat, für den ist das gar nicht nachvollziehbar. Der kann das nicht verstehen. Wir beten noch. Ja? Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, wir kommen vor dich und wir beten dich an. Wir danken dir dafür, dass du das alles wahr gemacht hast auf Golgatha. Dass wir angekommen sind, dass alles gut geworden ist, dass du uns dir nachziehst, dass du uns kennst, dass du weißt, wer wir sind, dass du weißt, was in unseren Herzen ist, bevor wir es noch bekennen, bevor wir es überhaupt verstehen, bevor wir verstehen, wer wir sind, hast du uns schon verstanden, hast du uns schon gekannt und trotzdem erwählt und zum Glauben gerufen. Herr, so sei uns gnädig. Geh uns nach, Herr. Gib uns Licht, lass uns verstehen, wer du bist du, wie redest du, wie ist dein Wesen. Offenbare du dich uns durch deinen Geist, durch dein gutes Wort, dass wir dich kennen, dass wir wissen, wem wir nachfolgen. Gib uns Weisheit, dein Wort auch zu verstehen. Danke auch für die Gemeinschaft, die wir haben durften hier unter deinem Wort. Segne uns jeden Einzelnen, wo wir auch hingehen, wo unsere Aufgabe auch ist. Führe auch unsere Wege, Herr, so wie du auch für uns vorgesehen hast. Gib uns auch Glaubensmut, auch Glaubensvertrauen darauf, dass wir in deiner guten Hand sind und dass du Wege hast für uns. Lass uns auch lernen daran, auch für die Zukunft lernen daran, dass wir
versorgt sind von dir und durch dich. Auch in der Zeit, in der wir sind, auch die ganze Corona-Krise und auch Wirtschaftskrise, die wir sehen, Herr, da sei du bei uns und hilf du uns und halt uns in deiner guten Hand. Bewahr uns auch den Frieden untereinander, auch hier in der Gemeinde, die Bruderschaft, die Geschwisterschaft, die Freundschaft. Segne du dazu, dass Raum auch sein kann für dein Wort und für dein Evangelium. Danke, dass wir Angekommene sind, dass du auferstanden bist, dass du kommst, dass du dein Reich baust und dass wir glauben dürfen an dich. Wir preisen deinen Namen und rühmen deinen Namen über uns. Amen.